Hose Leute, willkommen zu einem neuen Part von Dark Souls 2 Middle 4. Ich bin immer noch ein wenig erkältet. Ganz klein wenig, aber es geht alles jetzt mittlerweile ganz gut. So, ich habe mich mal erkundet, was es denn auf sich hat mit den ganzen Kronen. Punkt ist, ich kann es mal kurz zeigen, in einem natürlich geplanten Tod. Achte mal oben auf die Lebensleiste. Wie gesagt, das war geplant. Und trotzdem kommt es in den Death Counter rein. Damit muss ich jetzt klarkommen. Aber achte jetzt mal auf Lebensleiste und so weiter. Geht nur, wenn man eine der vier Kronen anhat. Ich bin noch menschlich. Tja, man wird nicht mehr zum Hollow. Aber die Seele muss man trotzdem wieder aufsammeln. Tja, so sieht es nämlich aus. Also, das ist auch ganz interessant. Und ich habe mich mal informiert, was denn die Kronen sonst noch für Effekte haben. Da muss ich jetzt hier gerade mal sagen. So, diese Krone hat folgenden Effekt. Die King's Crown, ne, also die von Vendrick, gibt plus 3 Intelligenz und plus 3 Faith. Das ist krass. Gucken wir nochmal unsere Werte. Und das stimmt, wir haben jetzt alles 11. Also, quasi schon sehr gut geeignet für Hexer-Builds, ist das quasi die ideale Krone, würde ich mal so fast behaupten. So, dann gehen wir mal auf die nächste Krone, nämlich den des Sunken Kings. Die hat folgenden Effekt. Vorsichtig. Nicht niemanden hauen, bitte. Die hat folgenden Effekt. Wir verlieren ein Vigor, also ein Vitalität und, Moment. Genau, und eine Belastung. Verlieren wir, glaube ich. Dafür bekommen wir aber ein Strength hinzu. Dann plus ein Dex, plus ein Int, plus ein Endurance. Ausdauer. Anpassung. Nee, das ist ADP. Ich bin mir nicht sicher, auf jeden Fall. Plus ein Int, plus ein Faith. Also, man kommt also alles eins besser, außer Vitalität und Vigor. Ich weiß nicht ganz genau, was das Vigor ist. Egal. So, die nächste Krone. Die des alten Eisenkönigs. Die ist ganz geil. Die ist echt sehr gut geeignet für Zauberer. Denn, restores 20% Spell Uses after 2 Minutes. Also, alle 2 Minuten erholt sich 20% unserer Spell Uses. Das heißt, ne, wir haben jetzt da 2 Flammenschneisen. Hier 4 Wärme. Und hier ein Chaos-Sturm. Das heißt, bei Wärme hätten wir jetzt nach ungefähr 2 Minuten schon wieder eine Wärme zurückbekommen. Ist doch ganz nett. Nach 2 Minuten. Das ist für einen Bosskampf, wenn er relativ lange dauert, ziemlich gut geeignet, würde ich mal behaupten. Da muss man nämlich nicht mehr irgendwie irgendwas fressen, um das zu regenerieren. Das passiert aber dann einfach automatisch. Okay. Und dann kommen wir jetzt zur letzten Krone. Und das finde ich fast schon mit am besten. Hat Health-Regeneration. Ich kann mal kurz irgendwie von den netten Schweinchen hinten mir was vermöbeln lassen. So, nehme ich auch mal ein bisschen hauen. Und mal gucken, wie schnell sich das Leben regeneriert. Komm mal her und haut mich mal. So. Ja, es braucht ein bisschen. Das sieht man gerade nicht so stark, wie schnell sich das wieder regeneriert. Jetzt geh weg. Ich will jetzt mal kurz damit demonstrieren hier. Mit euch. Ja, doch, jetzt sieht man es gerade ein bisschen. Was? Der hält einen Schlag aus? Gibt's ja gar nicht. Ach, komm. So. Aber mittlerweile sieht man doch schon, das regeneriert sich ganz gut da oben. Ne? Da schön eins verbessert, einen Pixel. Und dann nochmal. Wenn man das Ganze kombiniert mit dem Ring of Restoration, dann ist das schon ein stetiger Aufstieg. Der auch ständig, ja, ne, sieht man da oben, das geht relativ einigermaßen fix nach oben. Es ist nicht so schnell wie ein Essos-Flakon oder wie ein Life-Gem, aber ist schon ein ganz netter Effekt, kann man so sagen. So, was hatte ich da für einen Ring angehabt? Den Chloranti-Ring, der ist ganz oben. So, genau, also das sind die vier Kronen und der Effekt, wenn man alle vier Kronen auch hat.
Man wird nicht mehr zum Hollow, wenn man die Krone anhat. Finde ich ein bisschen enttäuschend. Ich habe ja damals, ich habe ja eigentlich damit gerechnet, dass wir doch einen Endboss noch einen neuen bekommen und sowas ein Kram, aber nö, dann halt anscheinend halt nicht. Schade. Und ich kann sagen, es gibt eine Rüstung vom Ivory King. Aber es ist noch nicht ganz rausgefunden worden, wodurch man die denn bekommt. Man weiß aber, sie ist im Spiel, weil das Hacker herausgefunden haben. Haben auch Werte und den ganzen Kram. Es wird vermutet, in NG plus 2, wenn du den King besiegst und Al-Sanas Seele hast, dann solltest du zu Morlin gehen. Das ist die gute Dame hier. Und sollte das hier drin haben. Ich werde das mal testen, ob das stimmt. Mit meinem New Game Plus 3 Charakter. Nee, das ist New Game Plus 2, oder? Oder ist er 3? Er müsste jetzt New Game Plus 2 sein. Okay. Denn mit dem soll das eigentlich funktionieren. Aber wie gesagt, ich bin mit dem noch gar nicht so weit. Und von daher kann das erstmal so auch so stehen bleiben. So. So viel dazu. Ich hätte Al-Sana übrigens noch gar nicht töten sollen. Weil wir haben ja noch diese ganzen Seelen von Lois. Habe ich es überhaupt schon mal vorgelesen? Die Ritter von Lois fielen im Chaos anheim und konnten sich weder an ihr Ziel noch ihr Selbst mehr erinnern. Die wenigen elenden Seelen, die zurückfanden, wurden durch schwache Überreste ihres Seins geleitet. Diese Seele ist reiner Schmerz, der nur von Al-Sana zur Ruhe gebettet werden kann. Ja, das ist genau der Punkt. Wenn man 35 davon sammelt, das ist relativ viel, also muss man unten ganz gut farmen, um die Dinger zu bekommen, dann kann man gegen 35 Seelen, so viel ich weiß, sind es 35, das ist schon ziemlich viel, wie ich finde, kann man das dann gegen das komplette Set der Lois-Ritter eintauschen. Nicht das von den Verbrannten, sondern das Original. Ne, so wie die uns geholfen haben. Nur, ja, es ist jetzt schon zu spät. Wir haben die besiegt und kommen nicht mehr ran. Übrigens, den Helm hier, den kann man auch bekommen, den droppen quasi diese Eiswesen. Bisher noch nicht bekommen, aber vielleicht wird das ja noch irgendwann nochmal was. Okay, so, aber jetzt gehen wir nochmal in das verschneite Gebiet, wovor ich ein bisschen Angst habe tatsächlich, weil ich es mir etwas schwer vorstelle. Ich bin gerade am Überlegen, wir haben jetzt ein Reparaturpulver, ne? Ne, zwei sogar. Ich hätte gern noch ein bisschen mehr. Aber nee, ich glaube, ich lasse es erstmal sein. So, wir reisen jetzt zurück ins Schneegebiet. Und nochmal rutschen wir runter. Juhu! Bam. So. Ich weiß noch einigermaßen, wie ich laufen muss. Geradeaus, rechts. Oh mein Gott, ich sehe hier gar nichts. Also da sind die gewesen. Ich muss aber, glaube ich, in die Richtung gehen. Oh Gott. Ich warte mal ab, bis der Schnee schon weg ist. Ich wechsle aber trotzdem gerade mal die Waffe, weil die war mir doch etwas sympathischer. Gegen diese komischen Wesen. So. Schneesturm, geh mal bitte weg. Schneesturm. Weg jetzt. Ich sehe doch gar nichts. So. Da muss ich hin. Da rufe ich wieder meine Freunde. Genau, Epissen und Vengals Kopf. Die haben nämlich beide letztes Mal ganz gut geholfen. Und ich gehe schon mal in die Richtung, wo dann letztes Mal wo ich das ungefähr noch sehen konnte, dass da was ist. Übrigens, ich habe keine Ahnung, was passiert, wenn man einfach in irgendeine Richtung läuft. Da ist es, okay. Schwer zu erkennen, aber ich habe es gefunden. So, wir gehen nochmal rein. Man hat noch so ein bisschen Schutz vor dem Schneesturm zu haben. Das hat er gerade aufgehört, oder wie? Okay, wir müssen geradeaus gleich weitergehen. Okay, dann tun wir es auch sofort. Wo kommen eigentlich diese komischen Rehe her? Das würde ich gerne mal wissen. Die tauchen auf einmal auf, ne? Einfach wirklich ziemlich random. Alter, ey. Voll daneben gehauen. Geil.
nervige Viecher. Wirklich nervige Viecher. Die habe ich ja voll erwischt. Oh, ich habe kein Stamina mehr. Oh, weg da. Ach, komm schon. War doch eine Seele? Nee, war nicht. Oh, und weg. Ist doch ein zweiter? Nee, glaube ich nicht, oder? So, jetzt weiß ich nicht, in welche Richtung ich laufen muss. Wahrscheinlich so ungefähr in die Richtung. Ich lauf einfach mal. Und dann ist noch ein zweiter. Oh, daneben gehauen, scheiße. Kein Ausdauer mehr. Guter Treffer. Haut schön zu. Okay, wo muss ich hin? Auf dem Danken, alles klar. Okay. Alles klar. So, dich lege ich gerade nochmal um. Bam. Gönne mir einen Lebensstein. Und gehe weiter meines Mutes in diese Richtung. Wenn geil, nicht gerade beim Wirker sperrt. So. Einmal weiterlaufen. So, ich sehe noch nichts. Da ist es. Oder auch nicht? Doch, da wird irgendwas gebrochen. Durch Licht. Da, wir sind richtig, okay. So. Ah, hier kann ich mich wieder heilen, stimmt ja. Ich erinnere mich. Schon etwas nützlich, dieses Ding. Dieses kleine Heilbad. Und dann kann ich immer mal zurück, wenn ich wieder Probleme gehabt habe. Ja, aber leider repariert es meine Waffen zum Beispiel nicht oder sowas. Schade. So, welche Richtung muss ich jetzt nochmal laufen? Ich glaube nach links oder nach rechts? Das ist echt eine gute Frage. Für niederer Gegner, okay, hier. Ja, ist mir schon klar, dass ich da kann. Schild, okay, ich muss in die Richtung. Ja, in die Richtung, alles klar. Alter, geh mir auf den Sack. Mensch, schwenk da, ey. So, also Wünsche gedroppt. Oh, da ist ein Viech. Alter! Weg da! Okay. Bist du? Da ist. Bist du? Und bist du weg? Ah, die macht aber auch einen Schaden. Gibt's ja gar nicht. Weg mit dir. So. In welche Richtung war das jetzt? Okay, in die Richtung, ganz klar. Ich möchte eigentlich wirklich noch gar keine. Ist hier schwierig? Ich lasse ihn mal lieber stehen. Ich möchte eigentlich noch gar keine Dingensbums verschwenden. Geil, ist jetzt immer so schön. Essensflakons. Wäre sehr, sehr schade. Und er tritt mich wieder. Scheiße. Oh nein. Das macht sehr, sehr viel Schaden. Oh, leck mich doch mal. Hier ist es tot. Weitergehen im Kreis. Im wilden Kreis. Wenn ich richtig laufe. Da schießt du da gerade ab? Ist mir egal. Ein Zombie auf jeden Fall. Was gedroppt. Lebensstein. Okay. So. Da ungefähr bin ich das letzte Mal gestorben. Auf dem Weg, ja, bevor ich da runtergelaufen bin. So, und den Typen werde ich mir gleich jetzt mal vorknüpfen von der Entfernung aus am besten. Oh, da ist ja noch einer gewesen, stimmt ja. Genau, die droppen nämlich ihren Helm. Damit sie ihn tötet. Alter, lasst euch mir doch was machen hier. Mensch, Pilla Bengal. Scheint es mir gerade so doof rum, dass ich nichts machen konnte. Hat mich gerade mitgeheilt, die gute Dame. Das wäre sehr erfreulich. So, ein Nebenstein bitte. Und einmal bitte Waffe reparieren. Weil ich werde die wahrscheinlich noch gut gebrauchen. So, ist sie nicht ganz wieder geheilt, aber soweit erstmal, dass ich wieder zufrieden bin. So, wo ist er? Kann ich ihn im Schneesturm irgendwie sehen? Nee. Ich hoffe mal, dass ich hier raus nicht angegriffen werde von diesen einen Wesen.
möchte jetzt nur wirklich einen Typen entfernen, weil ansonsten werden meine Freunde abgelenkt. Das fände ich so schön. So, steht schon wieder auf. Da ist er. Ja. Darf er. Aber nicht vergiftet. Er ist nicht vergiftet. Aber ich habe jetzt. Ja, jetzt ist er vergiftet. Alles klar. Waffe wechseln. Und da kommt er. So. Und Backstep. Oh, er ist ihm ausgewichen. Jetzt ist er tot. Fantastisch. So. Ich gönne mir kurz eine kleine Pause, dass ich Leute mal kurz heile. Aber ich habe so das Gefühl, wenn wir da unten runterlaufen, wird es langsam kritisch. Ich habe nämlich so ein Gefühl, dass da unten nämlich ein Boss auf uns wartet. Ist nur ein Gefühl, aber mein Gefühl verlässt mich meistens nicht. Und sobald sich beim nächsten Mal wieder der Sturm lichtet, was halt relativ lange dauert, ich weiß es, werde ich aber sofort loslaufen, weil im Sturm werde ich, glaube ich, nicht angegriffen von den Hirschen. So, wenn wir können auch mal ein bisschen in den Kreis rankommen, wo es ein bisschen geheilt ist. Das ist eigentlich das Ziel der ganzen Sache, weißt du? So. Okay, es geht los. Hier hinten muss das Ziel sein. Es muss. Okay, jetzt geht's wieder ab. Da. Der kommt am Arsch, ey. Du Drecksviech. Oh, aber ich habe zumindest noch einigermaßen getroffen. Ah, shit. Ah, gut, ich konnte staggern. Okay, okay. Der ist der nächste direkt. Ah, ich konnte es aber gerade nochmal staggern, bevor ich das zweite Mal gemacht habe. Scheiße. Muss mir wehtun. Mach dir mal bitte. Ich will jetzt wirklich gar keinen Lifegem verschwenden. Mach dir mal bitte kaputt hier. Und tot, alles klar. Und nochmal eins. Oh, leck mich doch mal, da kommt noch eins. Geht auch weiter nach unten. Geht's einfach in den Schnee hinein. Ist wahrscheinlich sehr, sehr gefährlich jetzt in der Natur. Okay, wir sind irgendwo angekommen. Hier ist ein Weg nach unten. Ich folge. Ja, erstmal muss das Viech, glaube ich, wirklich weg, weil mich jetzt, glaube ich, noch verfolgt die ganze Zeit. Nee, es bleibt stehen. Okay. Gut gemacht. Übrigens, ich will hier raus. Verstehe ich. Bitte kein Invader hier oder sowas, das wäre echt scheiße. So. Und das verfolgt mich echt noch. Okay, ist aber jetzt auch ein Foggate. Tja, was mache ich denn jetzt? Leck mich am Arsch! Du verarschst, du verfolgst mich immer noch. Es verfolgt mich immer noch. Okay, jetzt muss ich sterben. Es muss doch sterben. Ja, natürlich tritt es mich noch einmal. Mit dem ich es Rex wiege, gibt's echt nicht. Aber mach's kaputt jetzt, bitte. Danke. So. Liefe Gem. Nochmal Liefe Gem. Und jetzt wird's spannend. Leider weiß ich schon, was da jetzt hinter ist. Nehmt's ja nicht böse, aber als ich geforscht habe, was die Kronen machen, bin ich aber leider auch über dem gestolpert, was dahinter sich verbirgt. Konnte ich leider nicht übersehen. Tut mir leid. So. Dann, die sind halt noch ein bisschen geheilt. Es geht eigentlich einigermaßen. Okay. Es sind zwei Bosse. Und ich weiß nicht, wie sie aussehen, aber mal gucken. Ja. Eins, zwei. Von diesen komischen, netten Tigern. Blut, Begleiter des Königs. Es gibt noch einen zweiten. Wie gesagt. Wahrscheinlich später nochmal. Alter.
Okay, die halten echt viel aus. Ich hoffe, dass der zweite sich einfach ganz viel Zeit nimmt. Nein, jetzt kommt der zweite. Oh Mann, das wird spaßig. Oh, das wird überhaupt nicht lustig. Oh, shit. Ich will jetzt nicht sterben. Oh nein, 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 nein! Oh, scheiße. Oh, das wird nicht lustig. Oh, Leute, ich guck mal kurz nach, wie lang die Aufnahme schon gewesen ist, weil ich hab nicht auf die Uhr geguckt. Ich sag mal bis gleich. Da bin ich wieder. Wir haben noch 10 Minuten für den Part. Ist das krass. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Also der Weg, der ist eigentlich das Schwierige. Ich würde gerne die Bosse dann so leicht, ja, so leicht wie möglich halt machen können, aber ist anscheinend nicht möglich, ne? Also ich möchte da möglichst ohne Probleme hinlaufen können, aber wenn immer diese Pferde angreifen, ich kann ja nicht wirklich weglaufen, oder? So, welche Richtung muss ich jetzt wieder gehen? Das ist echt dämlich. Ich gehe nochmal in die Richtung. Ich bin falsch. Cool. Jetzt habe ich mich verlaufen. Nee, da ist noch ein Boot. Boot. Sarg ist es wohl eher. So, wenn ich jetzt hier... Moment. Hier steige ich ein. Ich glaube, hier bin ich ausgestiegen, ne? So. Und einfach dann dahin laufen. Okay, das ist eigentlich nicht mal so schwer. Wo führt denn der Weg hin? Egal. Ich will erstmal den Boss schaffen, dann kann ich mich immer noch umgucken. Ach du Scheiße, das wird echt hier kein Zuckerschlecken. Ganz im Gegenteil. So, ich glaube, ich muss in die Richtung laufen. Tue ich jetzt auch. Ich glaube, hier wurde ich noch nicht angegriffen von den Pferden, oder? Ach, Bengal. So. Und ich glaube, ich versuche aber jetzt so möglichst schnell durchzulaufen, wie es nur geht. Lass die Pferde einfach mal Pferde sein. Mal gucken, ob das von Erfolg gekrönt sein wird. Aua. Nicht richtig. Hab ich richtig? Berg hoch? Ist das richtig? Ich weiß nicht, ich werde es dann gleich sehen. Da, oder? Wo bin ich? Doch, ich bin schon richtig, okay. Aber ein bisschen, ich bin ein bisschen schief gelaufen. Oh oh, hinter mir ist was Böses. Lauf doch bitte. Okay. Wir sind gleich da. Ah! Drecksviech, lass mich in Ruhe. Ah! Kommt das hier rein? Ich hoffe nicht. Ja, tut es. Au. Jetzt habe ich natürlich zwei am Hals hier. Ist jetzt ganz fantastisch. Ach, scheiß Zombie, geh weg. Und daneben. Geil. Das ist alles fantastisch hier. Also wie ich es machen wollte. Genauso nicht. Aua.
immer noch nicht tot. Leck mich doch am Arsch. Ist immer nicht tot. Jetzt tritt's mich auch, oder? Nee. Aber was ist der Gott? Ey, die Pferde sind echt die nervigsten Gegner hier. Okay. So, kleines Bad nehmen. Rengar, kannst auch gerne reinkommen. Komm, Rengar, komm rein. Rengar, komm rein. Ich glaube, das hilft dir auch. Ey, Rengar. Bist du ein Partypooper? Komm jetzt rein. Soll ich dich reinschubsen? Geht doch. Und das hilft ihm sogar. Also, das hätte ich vorher machen sollen. Okay. Und jetzt in die linke Richtung, ne? Genau. Du bist einfach geradeaus. Einfach nur laufen. Lauf, 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 lauf. Und auf alle anderen Geräusche einfach mal scheißen. Hinter mir sind irgendwelche Wesen. Ich höre es. Aber ich bin gleich an der Ruine. Oh, ich höre es schon kommen. Okay. So, ganz schön den Typen umhauen, der hier wohnt. Ja, komm. Und ich kann nicht backstab mit den ganzen Kackfingern hier. So, jetzt aber backstab. Gib mir deinen Helm. Deine ganz andere Rüstung. Okay, die Pferde sind draußen. Ich muss ja auch jetzt loswerden. Okay, das war ganz gut. Bam, bam, bam. Nochmal. Alles klar. Lief ja ganz gut. Oh, ich hab was gedroppt. Ich hab eine blaue Blüte. Von mir aus. Und die weg. Du lenkst meine Freunde ab. So. Die Frage ist jetzt, kann ich den Typen vielleicht doch einfach stehen lassen und einfach abblauen? Wahrscheinlich geht das. Und ich glaube, das tue ich auch. Laufen! Ich glaube natürlich direkt auf mich zu, das scheiß Pferd. Sind es Pferde? Sind es Elche? Ich habe keine Ahnung. Mir ist es sowas von egal. Sie machen eher Geräusche wie Pferde, also nenne ich sie eher Pferde mit Geweih. Macht Sinn, oder? Oh oh. Oh oh. Oh oh. Okay, das war sehr knapp. Okay, jetzt hier runter, 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 runter. Schmeidig. Wer sitzt denn da hinten? Kann ich mal da hingehen? Ich geh jetzt gerade mal hin. Okay, ist aber ein Loch. Vielleicht doch nicht. Oh, lauf! Bin ich richtig? Autsch! Oh Gott, ich weiß nicht, wo ich hin muss. Nicht so gut. Okay, ich glaube, hier bin ich falsch. Ich glaube, ja. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit, Frau Schmidt. Ich bin ruhig. Ah, ich muss doch weit in der Mitte gehen. Da, so. Ja, genau, genau. Autsch. Jump. Ja, lauf. Oh, ich denke, ich bin drüber gesprungen. Lauf, 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 lauf. Lauf, wie du nie gelaufen bist. Aber die Äbtissin-Fee war ganz schön weit abgekommen. Die sind alle drum noch am Kämpfen. Scheiße. Oh, so folget mir doch. Auch du, Vengal. Scheiße, die sind da oben noch am Fighten. Scheiße. Okay, ist runtergedroppt. Komm, Vengal. Lauf, lauf, lauf. Jetzt zerteile ich mich schon mal. Ach, scheiße, ich habe ja keine Reparatur mehr. Okay, was mache ich jetzt? Ich würde sagen, ich besitze mir dafür so lange, bis... Kommt Vengal überhaupt? Nee, ist immer noch am Kämpfen.
Evenga, ich kann nicht ohne dich starten. Ist dir schon klar, oder? Scheiße, Evenga. Ich will jetzt nicht dahin laufen, um die Evenga zu retten. Was sind echt drei Pferde? Ach du Scheiße. Ist man gerade unten? Jetzt kommt er, oder? Scheiße! Okay, jetzt kommt er, jetzt kommt er, jetzt kommt er. Lauf, 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 lauf. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Denke, der ist halb tot, ey. Der ist fast nicht mehr zu gebrauchen. Für den Kampf. Ach, scheiße. Muss ich den Part beenden? Bei dem Kampf versuche ich jetzt nochmal. Kann ich irgendwas. Wisst ihr was? Ich benutze mal einen Leuchtkäfer. Nicht ablegen. Benutzen. Wie kann ich das nicht benutzen? Weil ich Freunde geholt habe? Aber wenn geil. Scheiße. Okay. Okay. Meine Chancen sind gerade soeben gesunken. Oh nein, ist doof. Naja, ich mach die mit dem Kack an. Geht. Okay, umhauen. Oh. Scheint ganz, ganz gut gerade. Okay, jetzt aber anscheinend gerade nicht. Und vielleicht kann ich meine Seen aufsammeln, ne? Okay. Heil dich, heil dich, heil dich. Nochmal bitte. Okay. Ja, fang mal Flammenschneise so. So ein Eiswesen und so ein Kram. Okay, es hat ganz gut Schaden gemacht tatsächlich. Sogar sehr guten Schaden. Das ist nicht so. Vielleicht kurz einen Chaos-Form versuchen? Vielleicht eher nicht. Alter, ey. Gegen zwei ist es ja echt. Uff. Okay, heilig, 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 heilig. Oh nein. Okay, Geber ist weg, das ist jetzt richtig scheiße. Oh Mann, wie soll ich das jetzt noch schaffen? Oh Gott, ey. Oh, wie hat mich das auch getroffen? Das ist ja echt ein Witz. Wann soll ich mich heilen? Jetzt? Oh nein, nicht jetzt. Okay. Heilig und dann ist es doof. Leck mich doch. Oh mein, das ist ja jetzt super scheiße. Oh Gott, oh Gott. Oh, lauf, lauf, lauf. Das war's für diesen Part, Leute. Ich verabschiede mich. Ich gehe jetzt. Ich mache das morgen weiter. Das ist mir gerade echt zu viel. Ich muss mir da vielleicht was überlegen, wie man das, wie man die am besten besiegt. Ich bin jetzt raus. Leute, schade. Ich wollte eigentlich heute den DLC abschließen. Aber ich habe erstmal genug Zeit, das alles noch zu tun. Ich habe ja genug aufgenommen, erstmal die ganzen Tage. Okay Leute, ich bedanke mich fürs Zusehen und sehen uns im nächsten Part, wenn es wieder heißt Dark Souls 2 mit Level 4. Tschüss.